Damit wieder hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Palworld. Es geht weiter in der wunderschönen Höhle hier. Wo ich mich höchstwahrscheinlich auch verlaufen werde. Aber wir müssen jetzt nach rechts und dann nochmal gucken. So, Schrotz ist geladen. Beziehungsweise, ja, bleibt da hängen. Also unser Bogen, genau hier waren wir, glaube ich, nämlich noch nicht. Oder wir laufen jetzt eiskalt wieder zurück. Ich gucke mal. So. Wieder, nee, da hinten geht es dann rein. Sehr gut. Wilder Rookie gefangen. Sehr schön. So, genau. Hier geht es nämlich rein und da geht es dann zu einem Special Boss. Ich schaue ihn mal zurück. Wir müssen ihm auch noch einen Namen geben. Welchen Namen geben wir ihm nur? Ich habe absolut keine Ahnung, wie ich ihn nennen soll. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich ihn nennen soll. Oh, okay. Jetzt sehe ich gerade, das ist männlich. Wachskanone, haben wir noch eine? Nein. What the fuck, ist war. Oh, okay, diesmal ist es männlich, ja. Wenn wir Gillette noch mal weiblich fangen, dann nenne ich eher das weibliche Gillette Hiesu. Wenn ihr auch gerne ein Paul seid, dann... Oh, was ist das? Okay. Wenn ihr auch gerne ein Paul sein wollt, gerne Bescheid geben. Sehr schön. Wir haben jetzt auch einen antiken. Ne, wir müssen jetzt zwei antike Punkte haben. Ne, nur einen. Aber wir können ja den Blutkasten aufbauen. So, wir gucken jetzt trotzdem mal schnell hier drüber. Antike Pistolen und sowas brauchen wir nicht. Den Generator, Metall, Terrasphäre, das Parsons-Fan, Deckenlampe und sowas gerade erstmal nicht. Das Fließband-Handwerk. Benötigt Strom, ermöglicht dafür eine schnellere Produktion von allerlei Gegenständen für die Arbeit benötigt man häufiger Handwerk beherrschen. Das Gigaschild. Wenn nicht genug antike Bauteile. Ja, die kann man alle nach und nach über Zeit dann lernen. So, hier geht's dann raus. Ein Rubin und Armbrustbau. Einen legendären Armbrustbau. Ja, wohlgemerkt. Wir haben hier nochmal eine Erdtechnik, Steinsalbe. Aber das hier ist schon mal echt geil. So, dann schon verlassen, ja. Es ist draußen bestimmt dunkel.
Nee, noch nicht, Gott sei Dank. Wir gucken noch mal nach oben, ob die Kürbisse wieder da sind. Nein, sind sie nicht. Aber den Turm möchte ich auch noch nicht machen, weil die wird mich wegbrezeln. So. Machen wir eine Schnellreise zu uns, so zum Lager. Seht ihr bei ihm denn eigentlich eine Respawn? Müssten wir eventuell mal holen. Okay. Ist auch einiges wieder an Materialien zum Abbauen zurückgekommen. So. Das da rein, das da rein, das da rein, die da rein. So. 300 noch was Holz. Nimmt das denn keiner mehr auf? Nein, weil die da hinten damit beschäftigt sind. Später, wenn ich echt genug habe, ich weiß nicht, wann ich hier von genug kann. Aber wenn ich hier von genug habe, dann, keine Ahnung, ist glaube ich effektiver Lambert zu killen und das zu machen. Guck mal. So, nochmal Metallbarren, die wir reinholen können. Rausholen, damit er nochmal mitarbeiten kann. Der Stoff ist fertig. Oh, der Mapping-Button ist fertig. Können wir gerade ein bisschen reparieren lassen. Hier ist die Rüstung. Hier ist Bären fertig. Dann so eine Lateine. Aber ich habe den. Ne, ich glaube, ich kann die Armbrust gut nur hier dran machen. Ne? So, schaltet das Rezept für Armbrust legendär frei. Der Gegenstand kann fortan mit Hilfe von hochwertigen Werkbank gefertigt werden. Also hochwertige Werkbank. Ah, okay. Antikes Bauteil brauchen wir ein paar mehr. Das heißt, wir machen noch ein Bandchen später. Alleine, weil wir es können. Und alleine, weil wir es müssen. So, dann, genau. Nehmen wir den da hinten ab. Talseele tun wir da rein, das tun wir da rein. Die Früchte müssen wir wahrscheinlich da ein. Müssen wir die eigene Kiste für bauen. Wobei, nee, da war wieder. Erstmal nicht. Tun wir mal woanders rein, dann machen wir das hier drin, das Stoff tun wir drüben hin. Ich kann auch mal die Fackel mittlerweile wegschmeißen. Dann tue ich hier den Vorplan hin und den Rubin. Hier machen wir nochmal ganz viel Stoff, können wir jetzt 40 sogar machen, sehr schön. Ah, ich habe das Gold nicht weggetan. Ich mache die Medizin hier mit rein. Schnell mache ich hier hinten. Nicht das produziert, oder wie? Ich muss einmal sortieren. Genau so wie ich hier einmal sortieren muss, sonst ist das Zeug weg. Dann legen wir uns schlafen und beginnen den nächsten Tag. Und wir haben Hunger. Sehr schön. Jetzt ist natürlich die Frage, kann man da grinden? Kann man dann direkt nochmal reingehen oder nicht? Ich würde es mal gerade ausprobieren, aber direkt dann zu den Bossen unten durch. Weil wir wollen ja die antiken Bauteile haben. Terrasbeere können wir glaube ich erst mit dem Fließband machen. Brauchen wir Zement für. Die können wir. Ah, stimmt, den Blutkasten wollten wir noch machen. Elektrolyse, okay. Die
kommen langsam, aber nur so langsam an unsere Grenze. Jetzt habe ich aber auch mein dickes Bauteil wieder verbraucht. Ja. Aber egal. Das ist erstmal für die Eierproduktion, für das Eierstiften erstmal nicht verkehrt. So, wir nehmen erstmal, ich will wissen, was da rauskommt. Das Eier hat sich auch in meiner privaten Welt noch gar nicht. Ich habe einfach schon mal zwei davon. Machen wir mal so. So, ich muss bauen. Holzbären und ein Generator. Holzbären-Fließband. Ja, irgendwann geht uns, wird uns wahrscheinlich der Platz ausgehen. Machen wir jetzt einfach hier eins hin. Und für den Generator fehlt uns halt einfach die Elektroteile. Aber ich weiß, wo es die gibt. Haben wir auch wieder ein paar Einträge, das ist erstmal egal, wenn das bauen. Und ich werfe mal mit. Da. So, und hier können wir, glaube ich, erst die Gigaspelle machen. Ja. So, wie kann ich denn Zement machen? Zement aus Knochen und Polser. Okay. Aber nicht. Noch nicht. Ja, dann würde ich sagen, ich will mal gucken, was das eine Nightwing kann, das wir gefangen haben. So, wir haben hier Fastenprofi und Wild. Fastenprofi. Fastenprofi, cooler Typ. Da finde ich das schon besser. Aquajet, der kann nur bewässern. Nur bewässern. Also nicht so gut. Wir können noch Gold droppen. Soviel ich weiß, er ist Handwerker und Packer. Den tausche ich dann mal gegen ihn aus, dass er mir ein bisschen hier mit aufbaut. Die packe ich raus und er... Er ist nur ein Handwerker, ne? Dann kann er für mich schuften. Und so kriegen wir uns nochmal. Entdeckt er? Er entdeckt mich. Dann tausche ich doch wieder aus gegen ihn. So. Genau, Schnellreise. Wir reisen nochmal nach hier. Weil ich jetzt wissen will, ob man in die Höhle nochmal direkt reinkommt. Natürlich, der erste Kontrollblick, den ich mache, steht das Lager. Nein, das Lager steht nicht. Den noch auf 4 und dann machen wir den. Ah, man kann. Ne, die Höhle ist dann erstmal dicht. Okay, alles klar. Dann gehen wir in die da hinten, die wir gesehen haben. Da
würde ich aber auch eher ein Washing machen. Also einmal rein, schnell durch. Ich weiß, dass es am Strand noch eine gibt. Die können wir uns auch mal angucken demnächst. Und dann würde ich mich nach dieser Folge mal kurz erkundigen, wie man Zement bekommt. Und wie, also ja, durch Knochen, aber wie dann im Endeffekt. Und wie man, also ob das Skelett da oben nochmal respawnt. Das wäre für mich auch eine sehr interessante Sache. Ah, wir haben ein bisschen Leder bekommen, sehr schön. So, Höhle des sanften Hügels verschwindet in 44 Minuten. Gehen wir doch mal rein. Gehen wir doch mal rein. Wir bauen hier jetzt auf den Paladin-Bruchstück noch nicht ab, weil... Oh, Nightwing ist direkt auf den Kopf. Das ist zumindest immer erst die ersten beiden Grundstücke, die man hier hat, sollte man mitnehmen. Allein schon, ja gut, ich habe die Droprate ja natürlich erhöht, aber auch wenn die Droprate nicht bei euch erhöht ist, gerade dann sollte man auf jeden Fall 2, 3, 4 Erdbeeren von diesem Vorkommen hier mitnehmen. Dass ich das dann halt einfach so. Das, was sie fallen lassen, nehmen wir auf jeden Fall alles mit. Was hätte denn jetzt gestorben, ne? Ist der hier noch gestorben? Oder war das einfach... Ja, okay, dann hat er... Kam das Geräusch halt erstmal nicht, sondern jetzt erst. Hier sind keine. Oh, den haben wir auch noch nicht. Oh nein! Ich wollte ich doch. Ja. Jetzt lieber nochmal drauf geknüppelt statt den Bogen drauf geschossen. So. Da hinten ist ein Eingang, hier ist ein Eingang. Ich gehe aber direkt mal nach links. Okay, hier ist kein Eingang. Okay, dann wird der Eingang das da rechts sein. Wie gesagt, ich wollte ja einmal einen schnellen machen, in den antiken Bauteilen. Die werden wir uns so farmen müssen. Dann bauen wir uns die bessere Armbrust. Und dann gehe ich ins Dungeon rein und dann kriege ich eine legendäre Waffe. Eine andere. Und dann kotze ich im Strahl. So, die Frage ist wirklich jetzt erst hier rein oder da rein. Aber wenn mein Partner stirbt, dann muss ich halt nicht haben. So, da kriegen wir auch Leder von ihm. Okay. Hier mal. Nightwing auch wieder ein Level rauf. Jetzt erstmal hier rein. Mal erstmal. Ah, hier geht's direkt rüber. Okay, wir sind auf dem richtigen Weg.
sagen, oder auch nicht. Wartet uns hier ein Kätzchen. Cookies. Was ist das noch perfekt? Amarok macht trotzdem einen Prozess aus dem Cookies. Finde ich schon mal gut. Ist auch schon Level 27. Gut, wir sind auch schon Level 29. Also wir können wahrscheinlich den Turm jetzt doch so langsam angehen. So, und dieser Weg war doch nicht der richtige. Na, klasse. Also hängen wir in dieser Höhle doch ein bisschen länger ab. Aber ich denke mal, das stört euch nicht, wenn wir die jetzt noch in der Folge fertig machen. Na? Ich warte auf den Moment, bis man irgendwo runtertauchen muss, aber ich glaube, das Spiel ist nicht dafür gemacht, irgendwo runterzutauchen. So. Gehen wir nochmal, damit wir nichts verlieren. Da hinten war nämlich nichts. Das war doch hier rein. Also hier sieht es auch so aus, als ging es zum Ende. Ah, da ist der Baum. Okay, ja, hier geht es zum Ende. Sehr schön. Sehr schön. Da sind wir als Boss. Die Miauzis. Weg aus meinem Header. Als Elden Ring Schulung. Alles Elden Ring Schulung. Das ist schon mal frei. Der hat mich gefordert. Ja gut, aber Sam, nimm mein Schild mal eingetrackt. Wenn er jetzt nochmal rauskommt, klopfe ich nicht. Aber der bleibt drin. Wir haben nochmal 4 antike Bauteile bekommen. Gucken wir mal, was in den Kisten drin ist. Schattenfrucht. Ein Vitalamulett. War auch direkt angezogen. RP-Erhöhung Stufe 1. Seine RP leicht erhöht. Ja, okay. Nämlich, habe ich nichts dagegen. Ja, dann würde ich sagen, hier schon mal vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.